als ich noch, ich glaube, ich habe gerade ein Video von dem Mann gesehen, der heute in den Vereinigten Staaten als Ram Dass bekannt ist und der in den 70er Jahren zu einem großen Phänomen wurde, wahrscheinlich in den 60ern und 70er Jahren, den 60ern glaube ich. Er war also einer von ihnen, ein Professor der Harvard University, der in großem Stil mit LSD experimentierte. Sie haben in der Harvard-Universität sogar LSD hergestellt. Sie dachten, das sei der Weg ins Nirvana. Das war, als Kalifornien sehr verwegen dafür zu werben begann. In Indien dauert es 12 Jahre. Hier geht es ganz fix. Ram Dass reiste ebenfalls nach Indien. Mit seinem LSD-Vorrat. Er ist jetzt Hardcore. Er kann 2, 3 LSD an einem Tag einwerfen. So kam er zu Neem Karoli Baba, der ein Mystiker, ein Tantriker mit enormen Fähigkeiten ist. Und ich möchte, dass ihr euren Kopf darüber klar bekommt, was ein Tantriker ist. Ein Mensch mit Fähigkeiten ist ein Tantriker. Ein Mensch, der keine Fähigkeiten kennt, der nur das Buch kennt, ist weder ein Tantriker, noch ist er in irgendeiner Weise ein Guru, noch ist er in irgendeiner Weise geeignet, ein Guru zu sein. Neem Karoli Baba ist also ein Tantriker. Er ist ein großer Mann, ein Verehrer von Hanuman. Er kam zu Neem Karoli Baba und sagte, ich habe einiges an echtem Zeug vom Himmel. Wenn du das nimmst, eröffnet sich alles, was wissenswert ist. Weißt du etwas darüber? Neem Karoli Baba fragte, was ist das? Zeig es mir. Also gab er gab ihm so viele. Er fragte, wie viele hast du? Zeig es mir. Er hatte so viele. Die würden, die für Ram Dass viele Tage oder Monate reichen würden. Er sagte, gib es mir. Also gab er es ihm. Eine ganze Handvoll LSD. Er hat sie einfach eingeworfen und sie geschluckt. Und saß einfach da und machte weiter mit dem, was er gerade tat. Ram Dass saß einfach da und hoffte, dass der Mann explodieren wird und sogleich stirbt. Aber der Mann zeigte keine Anzeichen von LSD in ihm. Er machte einfach weiter. Er machte einfach weiter, nur um Ram Dass zu zeigen, du verschwendest bloß dein Leben mit dummen Dingen. Dieses Zeug wird dich nicht hinüberbringen. Aus seiner Liebe zu Ram Dass oder aus Ram Dass eigener Aufrichtigkeit und der Bereitschaft zu empfangen, legte sich definitiv eine gewisse Dimension über ihn. Denn Ram Dass ist nicht Ram Dass aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten. Ram Dass ist nicht Ram Dass aufgrund seiner eigenen Sadhana. Ram Dass ist Ram Dass geworden, einfach weil er eine vernünftige Sache getan hat, indem er in seinem Leben mit einem Mann wie Neem Karoli Baba gesessen hatte und einen bestimmten Aspekt dieser Person in sich aufnahm. Und Neem Karoli Baba wollte, dass sich viele Fenster öffnen. Also schuf er ein Fenster und sandte es nach Amerika.